nicht sicher, weil das würde heißen, dass wenn er mal geftittet wird on Shield oder so, dann ist er dann wieder in der Situation, wo er approachen muss. Aber Marx hat gerade FH Top 3, stimmt. Okay. Vielleicht ein Button-Check oder irgendwie Schwierigkeiten, aber. Ja, falsche Controls. Ah, ich glaube, Nice Face Headset funktioniert nicht. Ja, das kann sein. Ich würde das aber resetten. Daumen hoch. Und resetten sie? Nein, sie resetten nicht. Okay. Aus, okay. Schön auf Timeout spielen jetzt. Ja. Würde ich machen. Extra halbe Minute. Ja, 20. Oh, Punish. Ah, nicht so gut. Leider. Aber beide ein bisschen zu overzealous mit ihren Buttons. Hat sich da gegenseitig Counter-Hit gezeigt, man. Okay. Nice bis an Approachen, aber ich weiß nicht, ob er das so hält. Oder den Gameplay beide hält. Jetzt haben wir Dr. Allen in der Ledge. Oh, die Bombe. Ja, die war fast nicht ganz an der Kante. Gefährlich. Ja, fast gefährlich. Der bleibt hier sehr lang dran. Ja, das finde ich eine okay Entscheidung, kann man machen. Ändert zwar den Game State nicht wirklich, aber ich habe ja schon gesagt, dass du kannst nicht mehr reinrennen gegen ihn. Jo, als Luigi. Okay. Jetzt sehen wir das Bomben-Nest-Trapping. Ja, nicht die Richtung, die Nice jetzt wahrscheinlich wollte, aber. So, ja. Der hält ihn hier sehr gut. Immer schön an der Kante. Ja. Das war untaggable. Untaggable. Super gut gemacht. Einmal von links nach rechts nach links. Ne, das geht leider nicht. Ich weiß nicht, ja, welches Frame das ist, aber gegen. Ich glaube der, 9. Ja, das kannst du vergessen gegen ihn. Ja, auf jeden Fall. Das jetzt. Ja, richtiger Panel. Das war sehr gut. In den Situationen muss ich den Move einsetzen, nicht auf Landing. Okay, nice. Ja, schade. Für den ein bisschen oben auf der Plattform chillen zu wollen. Was auch wahrscheinlich schwer ist für Luigi zu approachen, wenn Link auf der Plattform steht. Nice Rolle. Und das war ein guter Approach von oben. Ja. Hat hier den Boomerang von Nice jetzt abgewartet. Wenn man weiß, dass die Hitbox die Projektil kaputt machen wird, dann kann man das schon mal reinhauen einfach. Gar nicht so schlecht. Jetzt aber. Das ist auch das Problem bei Luigi. Seine Recovery dauert ja so lange, ja, dass Link da genug Zeit hat, einfach die Bombe zu setzen. Oder beliebige Ledge-Step-Situationen aufzusetzen. Kann sich quasi aussuchen, was er machen will. Genau. Und das ist natürlich super kacke für Luigi. Da muss jedes Mal damit dealen. Und das tut natürlich auch der Consistency am Ende weh. Ne? Wenn du sagst, ich muss jedes Mal mit diesem Ledge-Step, starken Ledge-Step von Link dealen. Das ist so eine schöne Upsmash. Ja, ich glaube, Link Bomber ist minus 4 Close-Up. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob er da halt nicht schieben kann. Oh, gut gemacht. Thema, da hätte er erschienen können. Aber Dr. L hat hier sich einen ganz guten Leak geholt. Also ja. Nice Face campt noch nicht ganz genug. Ah, schade. Ah, ja, schön die Get Up Attack gepunished. Ja, bis auf die eine Nair. Der Attempt bei der Nair waren die Abwehr alle ganz gut. Und war richtig in der Situation, wo es auch getroffen hätte. Sprich mit der Abby oder der Get Up Attack. Ja. 1-0 für Dr. L. Also, ich frage mich, was wir jetzt für einen Counterpick sehen. Ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall eine längere Stage. Oh, ne, okay. Wir gehen zurück zu Battlefield. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber ich bin auch kein Link-Spieler. Ich habe keine Ahnung, wo ich bei dem Matchup über die Stage picks. Was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht das Sharking mit dem Uptilt. Das kann gut sein. Dass man Luigi da ein bisschen besser auffangen kann. Ansonsten hat Luigi nämlich auch mehr Optionen, einfach die Projektile zu erbeuten, als mit denen er auf die Plattform geht. Ja, versuchen wir beide out of shield zu agieren, aber es finde ich gegen beide Charakter also nicht so toll. Nice Face versucht sich wieder so ein bisschen mit ihm zu prügeln im Nahkampf. Ja, genau. Also geht nicht auf Distanz. Vielleicht hat er vergessen zu campen, wer weiß. Manchmal passiert ihm das. Kann man ja ganz schön beobachten. Also er ist jetzt dann auf Distanz und dann muss Luigi auch Shield kommen. Oder langsam sich rantasten. Und ich sehe nicht wirklich, wie Nice Face das irgendwie methodisch call-outet jetzt, sondern er geht sehr aggressiv rein selber. Also er campt immer ein kleines bisschen und dann approacht er selber. Genau. Und dadurch, ja, ich möchte nicht sagen, also
Man macht das Matchup da etwas mehr inkonsistent, als es sein müsste. Es war ein schöner Upsmash von Dr. L. Schon die Rule gebreedet. Weil Luigi's Close-Up-Game ist natürlich wirklich fantastisch. Also im Gegensatz zu seinem Approach-Game, sag ich mal. Sein Jab kommt schnell raus. Down-Tilt. Halt auch F-Tilt für den schnell. Get off me. Alle Aerials sind schnell. Ziemlich viele safe Moves auch. Ja, auf sind alles safe, machen viel Schaden. Oh. Das war ein schöner Backthrower bei Kid, leider noch nicht ganz. Hätte vielleicht eins oder pummeln sollen. Ich glaube, das war's. Nee. Okay. Oha. Die Range. Auf den Upsmash. Krass. Ich muss sagen, das ist ein Move, den Luigi gerne drückt. Den Upsmash. Mal gucken. Muss man recht stark drauf gefasst sein, also dass man nicht einfach in den reinspringt. Mhm. Weil die schon so mehr, sag ich mal, Disjoint hat, als man denkt drauf. Schöne Forward, der von Nice ist hier. Hat den Jump gecatcht und das ist auch ein Kill. Ja. Mit der Bombe. Da konnte Dr. L auch nicht viel gegen machen, weil er musste wahrscheinlich nach vorne, damit die Abi auch zur Lash kommt. Schöne Tags hier, um den Follow-up zu erweitern. Ah, den Downhill hat er versucht. Da kam der Spot-Dodge. Das finde ich interessant, was Dr. L gemacht hat. Das hat auch gegen mich gemacht, mit Approaching Up-Air. Um einfach den Air-to-Air, die Air-to-Air-Situation zu gewinnen. Das hat mich überrascht, aber ich dachte mir nur so, wenn man dann sein Spacing adjustet, jetzt im Fall auch von Nice Face, ich glaube nicht, dass das dann auch funktioniert. Könnte es mir auch nicht so gut vorstellen, die Reichweite darauf ist ja nicht so weit. Nee. Aber wenn man aktiv Air-to-Air geht, dann ist es natürlich eine Option, was ich machen kann. Schwer Parry auf dem Boomerang. Es scheint sich ein bisschen mehr zurückzuziehen gerade. Das ist ja auch der richtige Plan. Sehr gut gemacht. Covered. Ja. Man sieht eigentlich jedes Mal, dass sich das auszahlt. Ja. Wenn er nicht aggressiv nicht approach. Ja, das war natürlich die Nähe, die so gespaced war, dass man das punishen kann mit dem Upsmash. Ja, jetzt wirft er mehr Projektile. Er steht auch, er stellt sich vor allem auch auf Plattformen, weil wahrscheinlich weil er davon ausgeht, dass Luigi dann nicht so gut approachen kann, wenn er einfach auf einer Plattform ist und ein bisschen auf ihn abwartet. Ja. Also mal, Luigi's Tracking Game ist zwar existent, aber ist auch nicht so bedrohlich jetzt, würde ich sagen. Vielleicht muss der Luigi dann ganz genau wissen, welchen Combo-Start er haben möchte und dann mit dem anfangen zu schaden. Das könnte dann gefährlich werden, aber ansonsten chillt man einfach die Abwehrs durch oder so. Ah, das war super gefährlich. Das killt, oder? Nee. Okay, noch nicht. Es war aber eine sehr komische Situation gerade. Ja. Das sieht man eigentlich ungern. Da hätte Dr. L eigentlich noch schön Zeit gehabt, um ranzurennen für die Abi. Aber er hat die sofort gedrückt, wurde zurückgepusht von der Link-Abi hier. Ja. Und der Punish hat leider nicht gesessen. Ja, aber auch ursprünglich jetzt war es das. Oh, er hatte keine Jetzt ursprünglich die Abi zu machen, das war schon ein Fehler. Dann hat. Dr. L sein Abi gewifft und dann hat ja. Nice Face nicht gepunished, so richtig. Also das waren ja Spaghetti all over the place. Sieht man nicht so gerne. Ah, Dr. L pickt PS2. Okay, das finde ich interessant. PS2, lange Stage. Ja. Und man würde sich denken, Link kann darauf besser campen als auf Battlefield. Ich denke auch. Und ich denke mal, das werden wir auch sehen. Von Nice Hits. Vielleicht hat aber Dr. L einen Plan jetzt hier, wo er sagt, okay, ich pick das jetzt. Und habt ihr irgendwas, was ich fahren kann, was ich auf anderen Stages kann? Oder ich fühle mich einfach comfortable auf der Stage. Wundert mich jetzt auch ein bisschen, weil er gegen mich hat er auch nicht gepickt. Aber ja. Er hat hier auf jeden Fall, also er stellt sich sehr zur Mitte der Stage, will hier, denke ich mal, für Stage Control spielen. Ja, aber kann ihn nicht so gut beibehalten. Weil Nick Nice Face mit den Boomerangen da ganz gut arbeitet. Ja, Stage Control halten mit Luigi, das involviert sehr viel Schild. Ich glaube, das war wieder auf der Nair oder auch irgendein Landing Aerial. Würde ich auf jeden Fall nicht machen. Wollt ihr mit dem Tornado durch den Boomerang durch? Aber Hitbox von Link hat leider damit geklankt. Gute Coverage. Sah nach dem Frame-Trap oder aus schon. Ja. Oh, nice. Das ist ein schöner Edgeguard. Schön mit der Nair runter. Dr. L hat keine andere Möglichkeit als zu abbiegen.
Und so weit oben kann der Sweet Spot auch nicht treffen. Und jetzt wünsche ich mir eigentlich von Nice Space, dass er jetzt gar nicht mehr approacht. Also er braucht es nicht. Und dann vielleicht diese Approaching, mit Shield Approaching, das Stuff irgendwie. Ja, er wirft ja auch einige Projektile. Schön mit dem Boomerang und Pfeilen. Die Bombe auch in der Hand. Muss er aufpassen mit den Feuerbällen, dass er da nicht getroffen wird, wenn er die Bombe in der Hand hält. Aber er legt die Bombe schön zwischen sich und Dr. L. Ja. Einfach damit er diese Threat nochmal vor sich hat, dass er nicht einfach hingehen kann und mehr oder weniger von oben approachen muss. Dr. L hier aber schön erstmal mit der Down B. Dann jetzt leider, man merkt, also sobald er wieder Stage schon verloren hat, ist wieder alles von vorne für Luigi. In dem Sinne denke ich schon, dass das Matchup auch schwierig sein könnte. Oh, schöne Backup von Dr. L hier. Punish die Forward Air, die. Da war die Niklas Boomerang Away Bounce Shenanigans, die er nicht machen will. Einfach ganz defensiv Get-Up-Option wählen und versuchen aus der Situation rauszukommen. Also nicht mit einer aggressiven Option, sondern mit einer defensiven. Aber mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt, eigentlich möchte, ja genau, eigentlich möchte er jetzt aus der Situation da raus. Ich habe auch schon wieder die Fair getroffen und Deadstrap-Szenario. Das ja, war ein Fortschritt nicht. Hätte da gekillt, das war so unfortunate gewesen. Oh, er geht wieder für die Abi. Ja, aber macht es, sag ich mal, kann man safe, indem er den Ledge Grab wieder bekommt. Das ist natürlich nicht wirklich safe, aber nochmal besser. Wenn es überraschend kommt, dann ist das nicht immer, wird es nicht immer gepunished, aber ja, sehr riskante Option. Ja, das war auch wieder so, sag ich mal, mit seinem Disadvantage raus. Ja, da wird er einfach sehr ungeduldig mit dem Move. Den setzt er eigentlich wirklich in zwei Situationen nur ein, was er auch schon eingesetzt hat. Also er hat ja gezeigt, dass er weiß, wie man ihn wirklich einsetzt. Auf jeden Fall. Kriegt er leider nicht den Down Smash. Das war... Oh, nee, doch nicht. Vielleicht hätte die Back-Hitbox hätte er gebraucht, sondern das gekillt, weil die Forward-Hitbox irgendwie einen komischen Knockback hat. Jetzt beide wieder etwas mehr patient. Ich versuche den Up-Smash zu buffern. Kam er nicht rechtzeitig raus. Ja. Auf jeden Fall, er möchte jetzt eine Rockkill-Option gucken. Mhm. Und das kann man abusen. Ja, nicht so leider. Leider keine Rising Air. Das ist das zweite Mal, dass er so gestorben ist. Ja. Mit der Rising Air. Die kann man punishen. Das sollte man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Aber Nice Face wirft allgemein, glaube ich, mehr Projektile wieder. Und jetzt hat er das letzte Szenario. Das war ein schöner Catch von Dr. L und eine sehr interessante Abi von Nice. Naja, er hat getroffen, das reicht. Hat leider Stage Control verloren, ist dadurch, aber ist okay. Ja, jetzt, ich würde nicht nach vorne laufen, wenn das ist voll in der Situation jetzt hier. Ja, er soll auf den Ledge Drop gehen. Einfach mit Stage bleiben, genau. Er muss, da sieht man, er muss chillen, um einen zu machen. Das heißt, ich möchte das eigentlich voll aussehen. Ja, sehr schön den Jungle Catch mit der Vorteil. Ja, der Jump auch in Ordnung. Da hat der Patient auch gewartet am Ende. Ja. Einfach Stage Control gehalten, warten bis Luigi approached und einfach Luigis Schwäche abused. Genau. Und sich das 2-1 geholt. Ja, mal gucken, was jetzt der Plan von Dr. L ist. Es war ja Last Stop. Hier jetzt Yoshi's Story, okay. Mal gucken, wie das Ledge Trapping jetzt funktioniert. Also, ich weiß, dass Link nicht mehr einfach an der Ledge gehen kann und das nach unten werfen kann, die Bombe, weil dann prallt die ab und fliegt offstage. Mhm. Er kann es machen für ein anderes Setup, um High zu covern, aber nicht mehr, um die Ledge an sich zu covern. Deswegen muss er das jetzt ein bisschen anders machen. Guck mal, was ein Nice was da adaptiert. Der scheint sich so ein bisschen rum. Sieht so ein bisschen aus, als wollte Nice Face wieder so ein bisschen sich boxen mit dem Luigi hier. Sieht doch eigentlich nicht mehr so von, ob da jetzt diese wirklich großen Kopfbus. Oh, das war keine schöne Air-Dodge. Ja, Air-Dodge war wieder Klassiker. Das war ein schöner Grab. Das könnte jetzt der Tod bedeuten. Nee, okay. Das ist der Down-End, nicht bis zu. Aber trotzdem 75% und ein Reset. Nein. Ich glaube, da war die Abi sogar ein richtiger Punish, aber er hat es einfach zu spät gemacht. Das war die Rising Nail und Shield. Sah sehr gut aus, die Abi. Ja. Gute Back Air. Ja, Nice Face muss jetzt eigentlich wirklich. Er ist im Rückstand und das eigentlich muss er jetzt wieder patient bleiben. Ja, wenn man reinläuft, dann ist man ganz schnell den zweiten verklost. Ja.
der den Tech krieg, nicht kriegt, ist unfortunate. Hier wieder mit Nair Edge Garden. Kriegt auf die Abi. Oh, oh guter sehr Deck. Schöner Attack von ja. Dr. L hier. Das finde ich auf der Stage aber auch recht einfach. Ja. Das ist so eine Stage, die pickst du. Ist auch guter Counterpick an der Stelle dann gewesen. Die pickst du, um sowas zu wollen. Und eigentlich gerade in jeder Art und Weise ist dieser Counterpick gerade sehr gut für Dr. L. Einfach Update aus dem Disadvantage. Hat funktioniert. Ja. Trotzdem, jetzt hier im Rückstand. Versucht sich wieder zu boxen mit ihm. Ist natürlich nicht so funktioniert. Oh, wird gegrabt. Abi? Nein, kriegen kein Abi. Ja, schneller Jab. Ja, schön gecatcht. Und sie ist sehr gefällig aus dem Nice Ace. Ja, der versucht immer wieder aggressiv reinzurennen. Und Dr. L sieht schon die Upsmashes. Ja. Die riecht er schon. Ah, okay. Das war's. Ja, keine Magnet-Hits für dich. Das war... Also nach dem Rückstand ist er ganz impatient geworden. Ja. Also wirklich, ist noch reingerannt. Wahrscheinlich dachte er sich, okay, verdammt, ich lieg zurück, ich muss mir wieder ein Lied erarbeiten oder halt zurückkommen, aber... Und das ist genau der Rückschluss. Man darf da nicht flimsy werden, man darf da nicht zu viele Knöpfe drücken. Würde ein Charakter spielen mit Frame Data, die Luigi Frame Data contesten könnte, oder wo ein Charakter spielt, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich meine Win Condition in jedem Matchup, ich möchte rein und ich möchte Buttons so kennen oder Rio oder so. Ja. Shoto. Aber das ist ja Link nicht. Also Link hat ja nicht so die geile Frame Data. Ist okay. Aber er kann sich nicht mit Luigi boxen. Aber jetzt sind wir auf Town and City. Sehr lange Stage. Ich denke mal, Nessus wird hier definitiv wieder mehr campen. Ja, Pull schon aber direkt mit der Bombe. Abtilt. Schade. Ich bin mir sicher, was. Nice Place, also was sein Plan hier ist. Also, er hat ja auf jeden Fall jetzt realisiert, denke ich, dass er was er eben muss, gemacht hat, das wird nicht weiter klappen. Aber er geht immer noch rein, er scheint Lust haben, zu haben reinzugehen. Die Abi war gerade ein guter Punish für den Tornado. Ich hätte ihn gebackt vor auf Sage, aber ist okay. Ja, da so. Ja, schöne Coverage, das Normal Geld ab quasi verhindert und dann. Ja, ah, du killt noch nicht. Ob's ne? Nee. Bisschen Bumerang nach hinten? Okay. Ich weiß nicht. Und hat jetzt auch keine Zeit. Jetzt hört er eine Bombe raus. Ah, der Missfire. Lucky Missfire. Das wäre eine schlechte Situation gewesen. Jump on Stage. Das könnte er wahrscheinlich immer mit Bumerang covern. Da ist er wieder mit Stage laufen, genau. Ah, nicht springen. Nicht auf 4%. Mann, ich hoffe. Okay. Ich hoffe, Nice jetzt versucht sich nicht allzu aggressiv wieder aus dem Disadvantage zu boxen. Das war ein guter Punish. Ja, aber man hat eben wieder gesehen, dass er wieder reingedriftet ist. Dr. L. Das ist schwierig, also. Er will auf jeden Fall auf Kontakt gehen. Ja. Ich glaube, davon lässt er sich auch nicht mehr abbringen jetzt, dieses Set. Ja, wieder. Heute wieder den Nair mit der Abi-Punish. Hat tatsächlich, glaube ich, noch nie funktioniert in diesem ganzen Set. Nicht. Deswegen würde ich auch nicht. Button einfach disablen in der Situation. und dann wieder einsetzen, wenn man sieht, okay, ein Abi ist auf mein Shit Grip. Oder ein F-Smash oder so. Genau, einfach wenn es safe ist. Du weißt, okay, das ist jetzt die Abi und nicht in so Landing-Szenarios, wo er eh nur minus 2 plus 3 ist. Die Dash Attack. Das Game ist gerade ziemlich even. Ja. Das ist eine schöne Abwehr von Dr. Engel. Ja, ganz schlecht die Ei. Das die Ei war sehr, sehr suspekt, ja. Auch ein bisschen komisch manchmal bei Luigi's Up Smash, wo er hingeht. Aber man sollte auch reactable sein. Also. Oh, schöne Forward Air. Ich hab gedacht, der zweite connectet nicht, aber das war gut. So, jetzt den letzten Stock, bitte campen. Oh nein, ich kann schon gar. Oder war das Game? Ich weiß nicht. Kann sogar das Game gewesen sein. Vielleicht der Dings da, HDMI-Splitter oder so. Ich weil nicht, Niklas hatte auch sehr überrascht reagiert. Ja, und? Na, leider nicht. Er hat den DI-In gereadet. Das war die Capture-Card. Er hat den DI-In gereadet und die Down-Air gerufen gerade. Das hätte er nicht zu der Flexe bekommen. Oh, Dr. L macht der ja gut Schaden. Ach, Niklas. So, Nice Saves braucht Projektile. Mehr Projektile. Ja, wenn er es jetzt noch gewinnen möchte, muss er auf jeden Fall chillen. Oder so eine Situation bekommen. Punish? Ja.
wünsche jetzt für die Offstage. Ich möchte zumindest, dass es ein bisschen mehr Evo wird. Ja, letztes Stop hier. Jetzt last hit Situation vielleicht. Ja. Ah, okay. Da hat Dr. mit der falschen Get-Up-Option gerechnet. Ja, der grabbt jetzt hier. Nice, das geht für einen aggressiven Edge. Ja, der wird aber auch belohnt. Er will den Stock jetzt haben. Er will den haben. Und man sieht auch. Oh, ja, er geht wieder mit Nair raus. Oder? Das müsste es gewesen sein. Ja, ja. Der Edgeguard am Ende. Das war ein schöner Edgeguard mit der Nair wieder tief gegangen. Das war so geil. Haben wir auch vorher schon gesehen in den Games davor. Wenn Link da so weit unten eine Nair noch trifft, da hat Luigi keinen Weg zurückzukommen. Ja, aber man hätte das gerne öfter gesehen. Also, man auf hat jeden ja, Fall. Man hat ja gesehen, Niklas kann das.